Grüß Gott bei uns in Wagging. Was man bei uns erleben kann in Wagging, kommt vorbei und schaut sie sich an. Geh weiter, Uffet, gehen wir. Wagging am See, in seiner sonnigsten Seite im Frühling. Ankommen, genießen und sich wohlfühlen. Die Ortsmitte der Marktgemeinde Wagging am See. Brauchtum wird hier im wahrsten Sinn hochgeschrieben. Natur von seiner schönsten Seite. Der wärmste See Oberbayerns. Herzlich willkommen in Wagging am See. Einladend und gemütlich empfangen unsere schmucken Urlaubsbauernhöfe ihre Gäste. Ob urig alt oder ländlich modern, sie alle sind eingebettet in wunderschöne Naturlandschaften an Seeufern, auf kleinen Anhöhen oder geduckt hinter knorrigen Obstbäumen. Urlaub auf dem Bauernhof am Wagginger See ist das Größte für Familien, aber auch für Urlauber, die sich nach ursprünglichem Landleben sehnen. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Erleben Sie Herzlichkeit und echte Gastfreundschaft. Rund um den Wagginger See finden Sie viele Campingplätze. Unter anderem hier am Strandkurhaus in Wagging am See das Strandcamping. Urlaub am Wagginger See. 5-Sterne-Campen für die ganze Familie. Boah, ist das Wasser schön warm. Kommt's rein? Sonnenaufgang in Otting. Otting ist ein Gemeindeteil der Marktgemeinde Wagging am See. Sonnenblumenfelder, wie sie die Natur selber in bester Form erschaffen hat. Die Landschaft lädt richtig zum Drama ein. Im wahrsten Sinn des Wortes Natur pur im Urlaub. Urlaub am Wagginger See, natürlich auch romantisch zu zweit.
direkt am Hotel, am hauseigenen Steg, direkt am Waginger See ein romantisches Abendessen zu zweit. Ganz viele Einheimische und Gäste genießen miteinander unsere Montagskonzerte direkt in Waging am See. Brauchtum und Tradition in Waging am See. Das lieben nicht nur die Einheimischen, sondern besonders auch unsere Gäste. Der Trachtenverein Muiberger Waging leben Brauchtum mit viel Herzblut. Regelmäßig trifft man sich im örtlichen Vereinsheim, wo es zünftig aufgespült wird. Sonnenaufgang am Waginger See. Ein herrliches Schauspiel, wo der wärmste See Oberbayerns mit seiner natürlichen Umgebung in den wunderbarsten Farben glänzt. Friedlich liegt Natur und See im Einklang. Da am Kreuzweg auf dem Muiberg geht es ganz schön auf. Das Muiberger Kirchel ist schon ein besonders bares Kirchel. Ich meine, weil da herum kann man unserem Herrgott schon ganz nah sein. Auf den Blick habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. So stelle ich mir das Paradies vor. Jetzt habe ich es fast geschafft. Was meinst du? Habe ich mir nicht eine gescheite Brotzeit verdient? Regionale Küche am Waginger See. Erstklassige heimische Produkte auf den Wirtshaustisch bringen. So oder so ähnlich könnte das Motto der Waginger See Genusswochen lauten. Der Waginger See entwickelt sich nämlich immer mehr zur Kulinarik und zur Genussregion. Das schaut doch gut aus und schmeckt sicherlich auch so. So gut kann regionale Küche schmecken. Waging am See. Urlaub zu allen Jahreszeiten. Da sieht man unseren wunderschönen Herbst. Unsere Wallfahrtskirche, Maria Mühlberg. Unser See im Herbst ist zwar frisch, lädt aber immer noch für Bootsausflüge ein, für Spaziergänge, Wanderungen, Umrundungen mit dem Fahrradl oder für eine Segeltour quer über den ganzen See. Alle Ortsteile laden direkt ein, sich einmal zum Anschauen, zum Spazierengehen und zum Verweilen. St. Koloman. Waging am See liegt nämlich im Rupertiwinkel. Und der Rupertiwinkel hat ganz viel zum Bieten, was man unbedingt erkunden muss, wenn man bei uns im Urlaub ist. Musik.
Thank you.